Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video, das ihr euch letztes Mal gewünscht habt, als wir einen Hashtag RealTalk, oh mein Gott, ich finde es immer noch weird, gemacht haben, und zwar zu den Top 6 Projektideen, die Anfänger faszinieren können. Und ja, diese Projektideen sind jetzt tatsächlich so gedacht, dass sie wirklich von Anfängern gemacht werden können. Und was braucht man dazu alles? Nun, zunächst einmal, eine Projektidee für Anfänger sollte wirklich so sein, dass man anfangen kann, bevor man arg viele Kenntnisse hat. Man sollte anfangen können mit den absoluten Basics. Und dann immer weiter drauf aufbauen. Und deswegen, so nach diesem Prinzip habe ich im Endeffekt auch diese Projektideen ausgesucht. Dann müsst ihr im Endeffekt auf eurem bestehenden Code ein klein bisschen mehr oben drauf setzen, den Code vielleicht ein kleines bisschen verändern, und dann wird er immer besser und besser und komplizierter, weil ihr immer mehr Zeug dazu lernt. Aber ihr müsst das nicht von Anfang an so machen, sondern am Anfang habt ihr relativ einfachen, straightforward Code, und ja, diesen Code könnt ihr dann, wie gesagt, verbessern. So, fangen wir an mit Punkt Nummer 6. Ja, wir fangen heute unten an, damit ihr das Video auch zu Ende guckt, damit ihr mich abonniert und damit ihr das Video liked und damit ihr natürlich auch kommentiert, was eure Lieblingsprojektidee ist. Also fangen wir an mit Punkt Nummer 6. Okay, Web-Scraping. Web-Scraping und Automatisierung ist so ziemlich das Einfachste, was man insgesamt machen kann, weil man da eine nicht so komplexe Struktur aufbauen muss. Das bedeutet, Web-Scraping, das braucht erstmal ein bisschen Verständnis, wie Webseiten eigentlich aufgebaut sind. Das heißt, das ist wunderbar, wenn ihr euch erstmal anguckt, wie sind eigentlich Webseiten aufgebaut? Wie funktioniert das in HTML? Kann ich vielleicht zum Beispiel einfach eine Webseite mir mal angucken, wie zum Beispiel genau diese Webseite, wo ihr gerade seid? Minimiert mal das Video, macht mal Rechtsklick und dann Element untersuchen. Ja? Dort könnt ihr euch quasi die einzelnen Websites wirklich so angucken, wie sie aktuell sind. Und das ist wirklich sehr hilfreich, denn damit kann man schon sehr viel machen. Und Web-Scraping bezeichnet jetzt so ein kleines bisschen mehr. Web-Scraping bezeichnet eigentlich so den Vorgang, ihr habt nicht nur, wie die Webseite aussieht, sondern also im Browser quasi, sondern ihr lest das nicht von Hand, sondern macht das automatisch. Und das ist so toll daran. Das heißt, ihr könnt damit anfangen, indem ihr die Webseiten ein bisschen untersucht. Ja? Da könnt ihr quasi eure kompletten Website-Skills sozusagen selbst verwenden und dann einfach mal den Code von wirklich großen Webseiten wie Instagram, wie YouTube, wie Google, wie was weiß ich was alles, ja? Könnt ihr selber lesen. Und dann könnt ihr das CSS dazu lesen, dann könnt ihr irgendwann anfangen, euch mit JavaScript ein bisschen zu beschäftigen, und irgendwann könnt ihr anfangen, euch mit Python zu beschäftigen und dann zum Beispiel mit Python Selenium und Beautiful Soup. Das habe ich in der Playlist auch übrigens gemacht, verlinke ich euch, wenn ich dran denke, wenn nicht, dann erinnert mich dran. Könnt ihr da quasi mal reingucken und das Ganze versuchen, irgendwann mal zu automatisieren. Und wenn ihr das wirklich geschafft habt, dann könnt ihr Prozesse automatisieren und dadurch wirklich ein sehr tiefes Verständnis für Webseiten eigentlich entwickeln. Und das, obwohl ihr einfach nur ganz grundlegend angefangen habt. Das ist super geil. Und deswegen empfehle ich euch das definitiv. Punkt Nummer 5 oder Idee Nummer 5, ja, JavaScript-Spiel. JavaScript-Spiele sind super geil, weil man sie tatsächlich einfach auf seine Website packen kann. Und dann kann man da tatsächlich ein Spiel spielen. Das Ganze kann man sehr simpel anfangen, also im Sinne von einfach ein Dialogsystem, okay? Das heißt, ihr habt da Text stehen und könnt dann was eingeben und dann kommt der Text dahin und dann könnt ihr wieder weiter tippen und je nachdem, was für Text kommt, könnt ihr eben andere Dinge machen. Also zum Beispiel könnt ihr euch eure Webseite fragen, hey, wie geht's dir? Und dann schreibt ihr gut und dann sagt die Webseite zum Beispiel, ah super, mir geht's auch gut oder sowas, ja? Das ist erstmal sehr, sehr rudimentär. Und darauf aufbauen kann man immer komplexer werden, dazu komme ich aber nachher noch. Aber ihr könnt natürlich auch grafische Spiele anfangen, okay? Das heißt, ihr könnt nicht was Komplexes, Großes, sondern was Kleines erstmal machen. Also sowas wie Pong zum Beispiel. Pong ist ein tolles Spiel zum Üben, da kann man dann einfach so den Cursor hin und her bewegen und man hat eine Kugel, die hin und her geht. Ist allerdings schon mit ein wenig Grundkenntnis erfunden, deswegen ist das Ganze hier auch nur auf Platz Nummer 5, weil ihr, wie gesagt, mehrere Spiele machen müsstet, und ja, darauf aufbauend im Endeffekt besser werden könnt. Okay, kommen wir zu Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 sind Minigames wie zum Beispiel Tic-Tac-Toe für die Command Line. Das hört sich jetzt erstmal sehr simpel an, aber genau das soll es ja eigentlich auch sein. Ihr macht im Endeffekt nichts weiter als ein sehr, sehr billiges Web-Interface generell. Das heißt, ihr könnt einfach was tippen und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn man eine 0-0 tippt, dann setzt der Spieler an Stelle 0-0.
So, aber dann müsst ihr natürlich noch für Tic-Tac-Toe Sachen implementieren wie, hey, der muss gewonnen haben, wenn er drei in einer Reihe hat. Oder, hey, der muss verlieren, wenn der andere drei in einer Reihe hat. Und solche Sachen könnt ihr dann immer mehr implementieren. Und am Anfang habt ihr wirklich nur die Basis, ihr gebt das Spiel aus. Irgendwann lest ihr dann eben Sachen ein und könnt dann eben an eine Stelle setzen. Und dann kann man das Ganze Multiplayer machen. Und ja, dann hat man zwei Spiele, die einfach immer nacheinander setzen. So, Multiplayer heißt hier aber in erster Linie erstmal, Multiplayer lokal. Ja? Das heißt, erstmal muss ein Spieler eintippen, ich möchte an Stelle 0,0 setzen. Dann muss der nächste Spieler eingeben, ich möchte an Stelle 1,0 setzen und so weiter und so fort. Was ihr dann darauf aufbauend machen könnt, ist zum Beispiel, ihr wollt eine wirkliche Multiplayer-Schnittstelle haben. Das heißt, ihr baut wirklich eine Multiplayer-Plattform auf. Und das ist wirklich sehr, sehr kompliziert, okay? Das ist schon Profiniveau, was ihr dann macht. Was ihr aber auch machen könnt, ist, wenn ihr in eine andere Richtung dann entwickeln wollt, als fortgeschrittenes Zeugs quasi, baut euch eine Grafik für euer Tic-Tac-Toe oder für was auch immer ihr für ein Spiel haben wollt. Schach geht natürlich auch. Baut euch eine Grafik, das heißt, baut euch eine GUI, also eine grafische Nutzeroberfläche. Zum Beispiel mit PyQt haben wir natürlich auch schon Videos dazu gemacht. Und ja, da könnt ihr dann einfach sagen, okay, das wird mir jetzt nicht mehr in der Command-Line angezeigt, aber es funktioniert immer noch genau gleich. Sondern es wird mir jetzt tatsächlich in einem Fenster angezeigt und ich kann überall drauf klicken und nicht mehr nur billig eingeben, wo ich eigentlich hinsetzen möchte. Und so kann man das immer größer und größer machen. So, wie gesagt, lokaler Multiplayer ist eine Option, aber kommen wir zu Punkt Nummer 3. Wenn ihr euch ein Spiel gebaut habt, ja, wie zum Beispiel im letzten beschrieben Tic-Tac-Toe, dann könnt ihr dafür natürlich auch eine billige KI bauen, ja, eine sehr, sehr einfache KI, die anhand von euren Zügen versucht, das Ganze besser zu machen. Und ja, hier ist es jetzt natürlich stark davon abhängig, was für eine KI, oder was für ein Spiel ihr genommen habt. Aber nehmen wir mal an, ihr habt Tic-Tac-Toe, dann kann man da eine sehr einfache If-Else-basierte KI machen und die ist dann tatsächlich relativ einfach auch zu schreiben. Ihr müsst natürlich ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, aber deswegen wollt ihr anfangen programmieren. So, und wenn ihr jetzt aber, sagen wir mal, ein komplexes Spiel gemacht habt wie Schach, dann kann so eine KI wirklich, wirklich schwer werden. Und dann könnt ihr in Richtung gehen, wie zum Beispiel euch mit Machine Learning Techniken auseinandersetzen, mit KI, mit PyTorch zum Beispiel auseinanderzusetzen und dann wirklich eine KI für ein Spiel zu schreiben. Und all das quasi aufbauend auf unserem Nummer 4, also quasi Tic-Tac-Toe oder Schach oder was auch immer für die Command-Line, darauf aufbauend eine Grafik, darauf aufbauend eine KI und so weiter und so fort. Ihr seht, das sind eigentlich mehrere Punkte in einem. Eigentlich eine super Sache. Okay, kommen wir zu Punkt Nummer 2. Für die Leute, die gerne Geld verdienen wollen, ist der Punkt hier vielleicht besonders attraktiv. Denn es gibt online sehr, sehr viele verschiedene Marktplätze für Website-Templates. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel mit HTML, CSS und Bootstrap für, zum Beispiel einfach eine Seite baut, und die ist dann natürlich veränderbar. Das heißt, die Seite muss natürlich top aussehen. Ja, die muss aussehen für Mobilgeräte muss sie gut aussehen. Für normale Endgeräte, also mobil ist eigentlich mittlerweile normal, aber PC, ja, ich bin immer noch der PC-Mensch, ich weiß, ich bin oldschool, muss es gut aussehen und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr natürlich da Grafiken reinpacken, könnt verschiedene Abschnitte reinpacken, quasi einfach eine Webseite. Aber vielleicht fällt euch nichts ein, was ihr auf diese Webseite drauf machen wollt, weil ihr habt nicht wirklich Interesse, das zu hosten, ihr habt nicht wirklich Content, den ihr jetzt da drauf packen wollt. Also, warum nicht einfach ein Template erstellen? Das heißt, ihr schreibt eigentlich keine Texte, ihr nehmt nur generische Bilder. Pixabay ist da übrigens eine super Option, kann ich immer empfehlen, wenn es um Bilder geht. Da nehme ich auch übrigens die meisten Bilder von meinen Thumbnails her. Und dann könnt ihr da einfach die Bilder bei euch in euer Website-Template einbauen. Und ja, könnt dieses Template dann tatsächlich verkaufen. Wenn es gut läuft, wer weiß, vielleicht macht ihr ja dann ein paar Euros damit. Warum auch nicht? Achtet aber darauf, da müsst ihr dann ein Gewerbe anmelden. Das ist gar nicht so ohne. Aber ihr könnt natürlich auch so einfach ein Website-Template benutzen und dann zum Beispiel für eure Familie zur Verfügung stellen. Da müsst ihr natürlich dann kein Geld verlangen. Da kriegt ihr vielleicht dann sowas, aber ja. Okay, kommen wir zu Punkt Nummer 1. Und das ist mein persönlicher Favorit. Den empfehle ich tatsächlich jedem, der zu mir kommt und mir schreibt, hey, was genau soll ich eigentlich programmieren? Ich bin einfallslos, aber ich zocke gerne. Und da sage ich eigentlich immer, Mensch, dann schreib dir ein Text-Adventure. Text-Adventures sind meiner Meinung nach die perfekte Übung. Ein Text-Adventure ist im Endeffekt wie ein Rollenspiel, nur für die Kommandozeile.
die Kommandozeile, das bedeutet, ihr habt nicht irgendwie fancy Grafiken oder auch nur 2D-Pixel. Nein, das gibt's alles nicht. Es gibt wirklich nur Text. Deswegen Text-Adventure, ne? Und ihr gebt dort ein, ich möchte, oder zum Beispiel, gehe Norden oder gehe nach Norden. Und euer Programm muss dann filtern, was hat er eigentlich gerade gesagt, was will er machen. Und ihr müsst dann auch tatsächlich, also ihr fangt sehr, 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 sehr billig an, ja. Einfach nur, sagen wir mal, der NPC Nummer 1, mit dem ihr euch am Anfang unterhaltet. Der macht dann einfach nur ein Frage-Antwort-Spiel. Hallo, wie heißt du? Mein Name ist, dann muss der User seinen Namen eingeben und so weiter und so fort. Und dann kann man ein System aufbauen, wo man quasi hinlaufen möchte. Das heißt, man tippt ein, gehe nach Norden, dann geht man nach Norden, gehe nach Süden, dann geht man nach unten, gehe nach Osten, geht man nach rechts und gehe nach Westen, geht man nach links, sozusagen. Und dann kann man da noch einbauen, okay, auf den Feldern sind Items versteckt, ja, ihr habt ein Inventar und dann könnt ihr diese Items einsammeln. Und dann habt ihr vielleicht noch Gegner, das heißt, ihr müsst Waffen ausrüsten, ihr müsst ein Kampfsystem entwickeln, ihr müsst Schaden entwerfen, ihr müsst diesen Gegner kaputt hauen. Dann kann man vielleicht noch Fernkampf machen, dass man die Gegner schon von woanders angreifen kann, von einem anderen Feld. Dann kann man ein Level-System aufbauen, dann kann man und so weiter und so fort. Ihr seht, das Ding ist riesig, ja, man kann da sehr, sehr billig anfangen. Man muss nicht mal Funktionen können am Anfang, deswegen ist es mein absoluter Favorit. Man muss nicht mal Funktionen können. Man kann einfach wirklich mit dem allereinfachsten anfangen, nämlich einfach einem Dialog. Und dann kann man tatsächlich hergehen und sehr, sehr viel mehr drauf aufbauen. Man kann dann auch Safe Games machen, also quasi Speicherstände und so weiter und so fort. Und all das macht das zu meinem persönlichen Favoriten, weil man da eben sehr, sehr einfach anfangen kann und dann bis hoch zu Klassen und Vererbung und allem drum und dran, was wirklich ein riesiges Spiel wirklich auch hat, dann weitermachen kann. Gut. Das war's von meiner Seite wieder. Schreibt mir eure Favoriten in die Kommandozeile. Schreibt mir eure Favoriten in die Kommandozeile. In die Kommentarspalte meine ich natürlich. Wir nennen das Ding ab jetzt sofort, nennen wir das Kommandozeile, okay? Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.